Dann schreiben wir den nächsten Tag. Es ist der 18. Travier, 8 Uhr morgens. Und während ihr einer nach dem anderen in Richtung der Besprechungsräume geht, wohl ausgeruht, könnt ihr erkennen, wie wohl keine Sitianer gerade mit einem großen Terrarium in der Hand an Bord kommt und wohl eine neue Tarantel als Haustier bei sich pflegt. Kann mit ich einem mal kleinen Summen auf den Lippen geht dann euch vorbei, nickt euch nur zu und geht dann nach unten. Ich würde gerne Tierkundeprobe würfeln, um zu wissen, was für eine Tarantel das genau ist. Hast du das Arachnoide einmal gestern gelesen? Ich? Nee. Kanazitiana, tut mir doch bitte einen Gefallen und haltet eure Türe geschlossen, ja? Ja, selbstverständlich, wie immer. Danke sehr. Irgendjemand hat die Tür aufgemacht. Ich hatte einige Katzenhaare gefunden. Ja, der Gedanke war, glaube ich, von Diamantis, dass wir die Katze hinaus streunern lassen, um der Rattenherr zu werden. Was denn für Ratten? Er sprach davon, dass wohl einige eurer Bücher angefressen seien und vermutete Ratten. Nein, Bücher angefressen? Davon weiß ich nichts. Aber, naja, Katzenhaare in den ganzen Alchemikern, das kann ja dann, wenn die nicht funktionieren, ich möchte ganz davon Abstand nehmen, dass die Türen offen bleiben, Leute rein und rausgehen und gerade wenn ich jetzt eine Tarantel habe. Ich werde in Zukunft darauf hinweisen. Warum lasst ihr euch nicht von Angrashminia ein Schloss anfertigen? Ja, mache ich. Was ist es denn für eine Tarantel? Eine Lycosa Phipsoni. Eine Lycosa Phipsoni. Ein sehr schönes Exemplar. Ein Männchen, wenn ich das richtig sehe. Die Mandibeln verraten es. Ja, da habt ihr gut aufgepasst. Seid ihr etwa auch, habt ihr einige Abschriften des Almagests bei euch? Wollt ihr einmal querlesen? Ja, natürlich. Ich kann mir das Ganze gerne einmal angucken. Ja, natürlich. Ja. Gerne. Ich werde euch einige Seiten geben. Oh, vielen Dank. Ein sehr schönes Exemplar. Man sieht hier auch an den Tarsalgliedern die verschiedenen Sporne. Oh. Ja, die werden sich noch weiter ausbilden, aber ja, schon ein gutes, dichtes Fell. Rauschig. Nun, Stippenguspert redet über nichts anderes mehr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ihr werdet sicherlich gute Verwendung für das Tier in euren Alchemika finden, beziehungsweise für die Erzeugnisse des Tieres. Ja, also ich werde sie nicht in einen Trank stopfen, falls ihr das meint. Nein, das meinte ich nicht. Aber so eine Spinne gibt ja einiges an Erzeugnissen her. Seide und Gifte und Sekrete. So, Abenteuer. Was ist hier los? Abenteuer. Na, also, wie geht's dir? So, Alchemist, geh runter mit der Spinne. Ich will dich hier nicht mehr sehen. So, und wir gehen jetzt in den Besprechungsraum. Ja, Gemach. Also, alles gut bei dir, Hasswulf? Ja, immer. Das ist schön zu hören. So, gibt's irgendwas Neues? Eigentlich nicht. Wir werden in der Arena antreten. Ich weiß nicht, ob Abel mir das schon erzählt hatte. Hat er gestern Abend erwähnt, ja. Ja, und ansonsten, also von unserer Seite aus nicht. Wie läuft's in der Mannschaft? Wie ist das Verhalten so? Wie fühlt sich die Mannschaft? Alles gut. Aha. Kann ich mir vorstellen. Und die Treuzacker drehen langsam durch, vor allem weil der König weg ist. Ja, aber wir haben eine gute Möglichkeit gefunden, um ihnen ein bisschen Erleichterung zu verschaffen. Aber das werde ich mit ihnen klären, als Chochsuli. Ja, wir haben bislang keine weiteren Hinterhalte, nennen wir es mal mehr, beobachten können. Warten wir noch ein paar Tage ab, aber ich denke, ihr könnt der Mannschaft bald wieder Landgang geben. Gut. Wird sich sicherlich gut machen. Ja, so, und was ist da mit den Orangen in deiner Kajüte? Oh, bei mir? Ja. Da befindet sich Gift drin. Ja, das ist ja eine super Idee. Naja, wir müssen es untersuchen. Weil wir ja wissen müssen, woher das Gift kommt, von der Leiche, die wir vor 2 Tagen an Bord gebracht haben. Und was das angeht, Nietzsche hat sie tatsächlich mittlerweile schon untersucht. Ihr könnt die Orangen wohl unter den Männern verteilen. Ah, wunderbar. Das soll diesem Zahnausfall vorbeugen, ne? Ja. Ich habe gehört, dafür trinkt man Sauerkrautsaft.
Was hat sie denn herausgefunden? Und nun, bringt offensichtlich, uns das irgendwie weiter? Ja, mit eurem Kraut. Wohl die Mittelreich und Kraut. Was habt ihr gegen ein gutes Kraut? Ein guter Krautkopf hat noch niemanden umgebracht. Ja, deswegen nennen wir Torwald euch auch immer nur Krauts. Nun, kann ich ja nichts dafür, dass das Zeug bei euch nicht wächst. Ihr habt nur Rüben, Rüben, Rüben. Also bei uns bevorzugt man ja Rauschkraut. Ja, das ist eine andere Art von Kraut. Deswegen ist Aranien ja auch rechtmäßiger Teil des Mittelreichs. Schön, dass ihr es endlich anerkennt. Jedenfalls, zurück zum Thema. Es ist wohl die sagen wir, exquisitere Variante, die aus einem Maraskengift hergestellt wird. Der Mengbelar, wie man ja sagen konnte, war wohl baugleich, soweit es noch bestimmbar war, mit den Resten, die wir aus dem Bauch des armen Geweihten holen konnten. Entsprechend bin ich sehr zuversichtlich, dass auf die ein oder andere Weise eine Verbindung zwischen Horun und dem Hersteller oder dem Verwenden des Giftes besteht. Das ist gut. Zumindest selbst wenn er das Gift und den Dolch nicht selbst verkauft hat, sollten wir zumindest herausfinden, wer ihn hergestellt hat und darüber dann, wer ihn verkauft hat. Nun, das ist immerhin ein Ansatzpunkt. Aber dann ist das importiert, das Gift, oder? Denn offenbar gibt es ja hier keine Marasken. Marasken gibt es noch auf Maraskan. Und in Aranien teilweise. Die kleinen, aber, ja, aber nicht die großen. Aber ja, die Ingredienzen werden wohl importiert sein müssen. Sollten wir an Horun oder Horuns Anwesen scheitern, werden wir uns vielleicht über diese Seite noch Informationen beschaffen können. Aber all dies verschieben wir erst einmal auf und nach dem Kampf. Wir werden dafür all unsere Kräfte brauchen. Ist das Gift denn noch intakt? Ja, die Mengbelare sind sogar noch intakt. Das ist hervorragend. Nehme an, ihr habt eine Verwendung im Sinn? Ja. Denkt an den Schlinger, der sterben darf. Und ich bin mir sicher, die Wirkung wird, da es für Menschen, du siehst, es ging ein Schlinger geringer ausfallen, aber natürlich, warum nicht? Vor allen Dingen, weil die wirklich so wahnsinnig mit einem kleinen Glasdolch gegen einen Schlinger anzutreten. Das ist alles eine Frage der Koordination, aber ja, vertraut eben mir. Das hat nichts mit Wahnsinn, sondern mit Kalkül zu tun. Wir sollten idealerweise einen davon an Diamantes geben und ich selbst werde wohl den weiteren tragen. Könnt ihr denn besonders gut mit Dolchen umgehen? Ich habe eine Dämonenarche mit einem Dolch umgebracht, also ja. Das sagt nichts, ich habe Xeran mit einem Dolch umgebracht. Nun, und ich habe euch geholfen. Ja. Und euch hat auf der Dämonenarche niemand geholfen? Sind wir fertig mit der gegenseitigen Anschuldigung? Nein, das geht nicht um Anschuldigungen. Ich hätte nur gerne einen der beiden Dolche. Hier? Ich. Stopp, Frage aus dem Off. Ist in unserem Mengbelar nicht trotzdem Metall drin? Nee. Oder ist der komplett aus Glas gefertigt? Ja, ist aus Glas, damit er zerbricht. Ja, okay, ja, ich dachte nur die Klinge. Okay, na, dann ist es mir egal. Nun, wenn ihr unbedingt wollt, wird das sicherlich auch gehen. Ich dachte nur, ihr seid ja nicht unbedingt der Kampfstärkste von uns. Das ist richtig. Mit den kurzen Armen und allem. Es reicht ja ein Schnitt damit, beziehungsweise. Oh nein, ihr dürft nicht versuchen, ihn zu schneiden. Ihr müsst ihn hineinstechen und dann. Seht ihr jeden? Ja, hat vermutlich. Ich weiß nicht, habt ihr vermutlich dann von Netja wieder genommen? Ja, also. Vielleicht geht er auch irgendwie weg in Abelmeers Kajüte, holt ihn aus dem verschlossenen Schreibtisch und kommt dann eine Minute später wieder. Seht ihr hier hinten? Steht etwas hervor. Ihr müsst zustechen und dann fest hier hinten drauf drücken, damit das Gift hinauskommt. Es ist fest da reingesteckt und vorne seht ihr, ist ein Tropfen drin, damit es nicht versehentlich herausrieselt. Das ist sehr clever. Ich würde gerne sagen, also, ihr könntet üben. Nee, das wird zugeschmolzen. Also du hast da keinen Stopfen drin. Ich meine ja den Tropfen im Sinne von so ein Tropfen. Hier, Glas. Hier, Glas. Wird zugeschmolzen. Ja, also die haben wirklich mit geschmolzenem Glas davon. Ich dachte, die haben einfach ein bisschen Lötzinn da reingetropft. Nein, du machst da eine kleine Glaskanüle draus, da tust du das Gift rein, dann machst du da ein Stechwerkzeug draus und das zerbricht einfach direkt in der Wunde mit dem Gift, das verteilt sich dann da. Es kommt mir alles spanisch vor, ich gucke jetzt ins Arsenal. Ja, da steht so drin. Also es kann sogar sein, dass es auch welche mit Metallinnerem gibt, aber der Original Mengbilla, der aus Mengbilla kommt, der ist aus Glas. Ist der kein Mengbilla, ist der ein Mengbilla? Ja, aber der kommt aus... Ist doch jetzt egal. Der hat uns Glasdolche geliefert, die komplett aus Glas sind. Müssen wir mehr wissen? Schneidet euch nicht. Oder stecht euch in eure eigene Haut. Das habe ich nicht vor. Ich werde ihn bis zum Kampftag gut verwahren.
Knochen schneiden. Also hier steht, dass es ein normaler Dolch ist, der innen eine Röhre hat und wo man oben den Knauf abschrauben kann. Unten hat er eine Öffnung, wo das Gift dann rausgedrückt wird. Es gibt auch eine Beschreibung aus Glasglas. Ja, okay. Ich nehm's hin. Es ist ja auch nicht so wichtig. Die Widersprüche in Regelwerken. Nun, schneiden kannst du dich damit, Boltag, solange du es dir nicht in deinem Körper kaputt geht. Das habe ich nicht vor. Nutze es einfach. Und am besten gegen Schlinge als verlängerten Arm. Drücke es mit deinem Gewicht rein und dann sorg dafür, dass der Dolch zerbricht, indem du den nach unten ziehst. Ja. Weiß, wie ich mit Dolchen umgehe. Der erste Dolch, den ich führen werde. Wer möchte dann den zweiten nehmen? Ich, wie gesagt, denke, Diamantis sollte ihn haben. Ihr seid so verkommen. Es ist ein Schlinger. Ja, dann hack ihm deine Axt in den Kopf. Was macht man normalerweise mit den Hanga und den Echsen? Ich würde auffallen, dass Boldax keine Axt hat. Ja. Ja, dann nimm meine. Nein, das ist Metall. Oh. Alles Metall gehört Sumu. Geht von ihr aus und kehrt in sie zurück. Die Axt gehört mir. Nun, seht es einmal so, Hanswolf, wir haben das Zeug jetzt sowieso schon. Wir können es also entweder in den Hafen hinausspielen oder eine riesige Handwerkerin mit umbringen. Kotzt mich sowieso schon an, dass wir in Alanfa sind. Ich meine, die Sklaventhematik müssen wir nicht aufmachen, weil wir das halt ähnlich machen, nur wir nennen es halt anders, aber bei Gift hört der Spaß halt auf. Das ist einfach unehrenhaft. Nun, es hat nichts Ehrenhaftes daran, gegen eine riesige Eidechse zu kämpfen. Doch, genau das machen wir. Seit Jahrtausenden. Ja, wie euch aufgefallen sein dürfte, sind wir keine Torwaller. Ja, ihr werdet auch nie welche, wenn ihr weiterhin Gift benutzt. Naja, ich werde sowieso keiner. Ich bin kein Mensch. Oh. Dies ist ein bitteres Schicksal, Hasswolf, dem ich allerdings willentlich entgegengehe. Die Geschichten sind viel besser, wenn man einer Seeschlange mit einer Axt auf den Kopf springt, ein bisschen rumtänzelt und ihr dann den Kopf abschlägt, als wenn man dann irgendwie in einem Langhaus sitzt, mit einem Met, mit einem heißen, und dann erzählt man davon, wie man irgendwie ein kleines Pipi-Dolch irgendwie in eine Echse reingesteckt hat, der dann so aufgebrochen ist. Ist das also, wie ihr erzählt habt, dass wir mit der letzten Seeschlange fertig geworden sind? Habt ihr zu Hause gesessen und gesagt, dass ihr mit der Axt auf sie eingehauen habt und nicht, dass wir mit einem winzig kleinen Pipi-Dolch in der nicht Traumwind-Elixier das die lahmgelegt haben? Eigentlich ich erinnere mich nicht, dass ihr da die letzte wart. Die letzte Seeschlange haben wir am Grund von Schallwitztron bekämpft. Ach, das war ein Kleinvieh, die zählt nicht. Die letzte Seeschlange, du Arschloch. Ihr erinnert euch nicht mehr an die Gezeitenspinne und die Seeschlange, die wir einfingen? Schon, ich weiß das schon, ja. Also? Außerdem ich erinnere mich auch nicht, dass ihr euch damals beschwert habt, als uns allen den Hintern gerettet habt. Außerdem ist es doch viel beeindruckender, so ein Viech mit einer kleinen Waffe zu töten, als mit einer Axt. Könnten wir vielleicht zum Thema zurückkehren? Ja, dann geht von Bord und tut, was ihr tun müsst. Werden wir zu gegebener Zeit tun. Warum läuft jetzt eigentlich Villa mit euch rum? Will jetzt auch Abenteuer erleben? Ihr habt die doch ermutigt, oder? Weiß ich nicht, ich spreche halt von Abenteuern. Sie sprach in den höchsten Tönen von eurer Grundeinstellung. Aber eine andere Sache, Hasswolf. Ich war zwischenzeitlich im Effa-Tempel und habe mich nach diesem Tierkönig erkundigt. Vautor, der Tierkönig der Rochen. Und wir haben herausgefunden, dass eine der letzten, helft mir auf die Sprünge, Güldenland-Expeditionen wohl... Die von Feliason? Ich bin nicht sicher. Wisst ihr vielleicht mehr zu diesem Thema? War es nicht die Lamia-Expedition? Ja. Feliason war der Letzte. Ich dachte, ihr sprach von der Kugris-Expedition. Der Korak und Kugris. Bringt jetzt hier jeder irgendwelche Namen ein? Nun, wir wissen, dass diese Expedition vor 7 Jahren stattgefunden hat, falls euch das weiterhilft. Nun, jedenfalls, falls ihr euch langweilen solltet, vielleicht wärt ihr der Richtige, um herauszufinden, wo genau diese Expedition gesegelt ist und wo dementsprechend auch dieser Tierkönig gefangen gehalten werden könnte. Ja, das ist die ganz andere Küste, aber
Also wenn ihr jetzt mit dem Schiff ins Güldenland fahren wollt, mache ich das mit. Ist okay. Effort Weil wird schon ein Problem, aber mit den Aufzeichnungen von Filiasson nehmen wir einfach oben Volker mit. Das wird gut. Nun, wir wissen noch nicht, wie wir weiter vorgehen wollen, aber dieser Tierkönig scheint zumindest irgendwie wichtig zu sein. Also solltet ihr in der Lage sein, herauszufinden, wo er sich befindet, dann wäre das für uns sehr interessant. Ja, da kann ich ja mal am Swafnir-Tempel fragen. Danke, Hasswolf. Gerne. Mir knack. Was? Sonst noch was? Nein, nein, wegtreten. Ihr macht gute Arbeit. Wie wegtreten? Du kannst wegtreten. Du kannst wegtreten. Arschloch. Ich wohne hier. Mach mal deine Zimmerdecke auf. Geht dann jedenfalls. Hat er einen Punkt. Betten werden gedrittelt und nicht halbiert. Damit geht er nach draußen. Das Bett von Jala, das beide peinlich berühren, noch fünf Meter nebeneinander herkämen, bis wir draußen sind, ja? Das Bett von Jala, das ist doch mega zerknüllt. Schlafe ich nicht in der Hängematte? Aber wir hatten ein Bett. Wir haben doch nur für Jala eine Hängematte hier hinten, die Kajüte gehängt. Ja, aber da ist halt eine Bettdecke drauf. Ja gut, in die er jede Nacht fluchend reinklettert, weil er nur einen Namen hat. Ja, boah, mit einem Arm, sowieso ekelhaft. Ja gut, dann könnt ihr aufbrechen in die Stadt. Habt ihr noch irgendwas, was ihr tun wollt? Deuten der Zeichen? Ich fange mal mit Abelmir an. Ich wollte, wie gesagt, diesen Jacques de Cousteau aufsuchen und nun ja, mir diese Druckmaschine organisieren und mich darum kümmern, nun ja, dass er keine weiteren Sprenzchen hier in der Stadt macht. Okay. Ja, du kannst dann wieder zurück in Richtung des Hotels gehen, wo er ja wohl jeden Morgen mit seinem komischen Koffer auftaucht. Und tatsächlich wird er auch wieder dich erkennen. Ich wollte in das Hotel gehen oder die Herberge gehen, wo er schläft, wo er wohnt. Das hat er dir nie gesagt, er hatte gesagt, okay. Beim Effort-Tempel. Okay, er sagte mir aber, er wohnt in der Herberge in der Nähe dieses Effort-Tempels. Dann würfel mal eine Gassenwissenprobe. Okay. Zielkontakte oder? Hast du Kontakte hier? Nee, eigentlich nicht, ne? Aber er war schon mal in einer Anfahrt. Ah ja, stimmt, du warst schon mal in einer Anfahrt. Ich mach mal eine Gassenwissenprobe. Irgendwie ist die nie so wirklich angemessen. Ja, wenn du Kontakte hast, dann auf alle Fälle. Also ist dieser Jacques nicht ein Kontakt? Zwei Punkte mehr. Also er hat doch ein Geschäftsgespräch mit ihm gehabt. Er zählt das Kontakt. Oder? Ja, na gut. Dann hätte ich zwei Punkte mehr, aber weil ich hab's hilft. Also du kannst auf alle Fälle erst noch zum Effort-Tempel gehen, kannst fragen, ob man da diesen Jacques Cousteau de Cousteau kennt. Und zusammen mit der Hilfe wird man dir dann die Schenkewelle und Sturm weisen, die tatsächlich eine Schenke ist und kein Hotel und dementsprechend eine ziemliche Absteige. Dementsprechend verfügt de Cousteau wohl gar nicht über so viel Geld, wie er doch dir hätte weismachen wollen. Also da liegst du eher bei Preisen von 1-2 Silber pro Tag und nicht von Dukatenbeträgen. Also ich bin mal so ein Gastjunge-Schlapp, so ein Gastjunge. Ja, mein Herr. Hier hast du ein Silber. Find raus, ob. Ich schreibe mal den Jacques Cousteau, wie der aussieht, ob der sich gerade in dem Hotel aufhält. Herr Berger. Möchtest du ihn da antreffen? Ich will ihn nicht antreffen. Ich will bloß gucken, ob er da ist. Ja, der Junge kommt nach 10 Minuten wieder. Nee, er ist nicht da. Er ist wohl morgens losgegangen und jetzt ist er weg. Gut. Hast du rausgefunden, wo sein Zimmer ist? Ja, dafür hatte ich nicht genug Geld. Hier, nimm mal weiter und rüber. Ja, wollte ich nochmal hingehen und fragen? Ja, frag unauffällig. Okay. Ja, sitzt wohl im Gemeinschaftsraum. Also hat sich wohl auch kein Einzelzimmer geleistet, sondern irgendwie mit 16 anderen Leuten hat er da eine eigene kleine Truhe bekommen, kann das Zimmer aber auch nicht abschließen und verfügt natürlich auch über zwei Fenster jeweils nach vorne und nach hinten nach draußen. Und müsstest du halt den ersten Stock klettern. So, dann würde ich den ersten Stock klettern und ich würde die Außenfassade nehmen und Spinnen klettern. Was heißt das? Was heißt Spinnenklettern? Also ich würde eine Außenfassade erst den Zauber wirken und dann nehme ich eine Außenfassade hoch zu dem Fenster im ersten Stock wahrscheinlich. Ich vermute, so dachte ich zumindest. Ich glaube, den kennen wir noch nicht, ne? Dann beschreib mir nochmal, was das macht.
Spinnenlauf. Doch, den kennen wir. Mandarion hat den ja gemacht. Mandarion? Den hatte ich schon mal benutzt in dieser Höhle mit der Spinne. Genau. Okay, gut. Also du kletterst ganz normal ohne eine Kletternprobe, wenn der Zauber gelingt. Das kannst du mal würfeln. An der Außenwand entlang. Was ich allerdings brauche, ist dann keine Kletternprobe, sondern eine sich verstecken Probe. Das ist viel eher. Wovor versteckt er sich denn? Spinnenlauf muss nur gelingen, ne? Er muss nicht irgendwie gut sein. Genau. Hm, okay. Ich könnte vorher noch eine Ignoranz hier würfeln, um mich. Das kannst du auch machen, ja. Dann bist du einfach uninteressant. Und nur bei auf Zeit lassen, also ich habe ja noch Zeit. Ja. Aber brauche ich eigentlich gar nicht. Denk doch, dass du in 2 Tagen in der Arena stehst oder dass du jetzt nicht die ganzen Haarspäre haben. Ja. Gegen die Magieresistenz, die von Alanfanern wird irgendwo bei 2 und 3 liegen. Nein, geht nicht gegen die Magieresistenz. Sie dürfen eine Sinneschärfeprobe erschwert um die ZFP halbe, war das, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher machen, um überhaupt zu entdecken. In Menschenmengen geht er ganz unter. Ist aber ja in dem Fall nicht der Fall. Ja, ja, das geht eher nach den Illusionsregeln, warum auch immer. Gut. Nö, dann ich würfel auch gar nicht. Also, es ist ZFP halbe plus 7. Ja, du. Okay, dann schaffen die es sowieso nicht. Also du kletterst nach oben und stehst dann. Fenster, du siehst auch, wie noch 8 andere Leute im Innenraum sind. Die nicken dir auch kurz irgendwie zu, als du dann durch das Fenster reinsteigst, aber scheinen dich auch nicht zu, also die nicken dir nur zu, so ganz, ganz normal, dass du reinkommst und gehen dann auch nach draußen. Gut, dann würde ich mich mal umgucken nach deinen 7 Sachen. Ja, du erkennst deinen Rucksack sofort. Ich würde diesen Rucksack öffnen, gucken, ob dann alles drin ist. Ja, da würdest du nichts finden, aber unterm Bett. Dann unterm Bett verteilt kannst du dann noch mehr finden. Du kannst dann so ein bisschen diese Strohsäcke anheben und darunter hat er dann wohl noch 10 weitere von diesen Kästchen, von diesen Drehmaschinen dann. Und die sind alle leer. Also, würfel mal eine Mechanikprobe. Eine Sekunde. Ja, mit dem Ignoradier kannst du natürlich auch einfach hochgehen. Den Wirt grüßen und dann einfach hochgehen. Das geht auch. Und ja, das wäre nicht stylisch. Hier ist natürlich klar, wie diese Mechanik funktioniert. Also dieser eingeklemmte Schein mit dem 50 Dukatenwechsel, der war vorher schon drin und alles, was er tut, ist, dass er einen Schein oben reinsteckt. Der verschwindet im Inneren der Maschine und über das zweite Rädchen kommt der zweite Schein raus. Das sind aber 2 verschiedene Scheine. Und dieser Trick, den er gemacht hat, der funktioniert genau einmal und danach nicht mehr. Der Saftsack. Er hat uns angeschmiert. 10 kleine Kästchen oder 10 kleine Kurbelmaschinen. Ja. Und noch weitere, also er verkauft, wie gesagt, auch die Erlaubnis, solche Drehmaschinen dann zu verarbeiten, eben, und in diese Erlaubnis eingearbeitet sind dann eben auch die Baupläne davon. Kannst du dir sowieso auch alleine erklären, also mit der Mechanikprobe. Wie groß sind denn diese Kästchen? Also, so eine kleine Schatulle, also 10 mal 10 Zentimeter oder größer? 10 mal 5 mal 5 Zentimeter ungefähr. Also so, dass einfach ein Wechsel reinpasst. Den schiebst du einmal rein und dann über 2 kleine Drehwälzchen. Dann würde ich diese restlichen Maschinen aus diesem Kästchen nehmen, in den Rucksack stopfen. Diese Hartkasten, der da drin ist, rausschmeißen, weil den brauche ich nicht. Ja, die Baupläne? Na genau. Dann würde ich die Kisten wieder zuklappen und das Bett wieder schieben und die erste Kiste präparieren. Und zwar zuerst würde ich einreiben mit Kelmon. Chemisphero. Nein, mit einem Kelmon. Was macht Kelmon? Kelmon lähmt das Opfer. Also es versucht erst Schadenspunkte und danach lähmt es nach 5 Kampfrunden, also relativ kurze Zeit. Eines der wenigen ernstzunehmenden Kontaktgifte. Nachdem ich es mit Kelmon eingerufen habe, Erst würde ich es mit Krötenhoch einreiben und dann mit Kelmon. Was tut Krötenhoch? Krötenhoch verursacht einfach nur schwere Hautverätzung. Verätzung und Schmerzen. Und sehr giftig auch irgendwie. Die Tatsache ist, ich will erreichen, dass er es gelähmt ist und dann durch dieses die sich durch den Krötenhoch vergiftet wird und sich dann nicht gegen wehren kann, gegen diese Wirkung. Das ist ein Arschloch. Ist das denn aus Metall? Weil durch Holz frisst sich Krötenhoch doch. Denkst du an Drachenspeicher? Es verursacht ein Seeschaden und Härte -2, steht hier. Achso, gut, dann war das eine höhere
höhere Stufe. Wirkung ist Krötenhauch ist Wirkung wie Salzsäure. Ja, aber bei zusätzlich zersetzt sie Kupfer und Bronze. Ja, bei Stufe 11. Ich habe eine Stufe E. Hast du das überhaupt her? Oh, von nee. Aluris. Lothman Grace. Also, würde es funktionieren? Ich frage vorher. Ja, klar, doch. Also auch mit der Mechanikprobe. Da würde ich jetzt das Präparieren von den Fallen würde ich da gleich mit reintun. Gut, also nicht so sorgen, dass er sozusagen verstirbt und naja. Er stirbt? Er stirbt, hoffentlich dann. Okay, weiß ich ja nicht. Hätte ja sein können, dass er einfach nur irgendwie, dass die Stadtwache kommt und ihn festnimmt oder so. Oh, da ist eine Heilkraftbanden drin. Er lädt ja 1W6 Schadenspunkt pro Kampfrunde und das ist echt ein Arschloch. Hindert ihn daran, dass er faul irgendwie. Alter, Lilith Mangrace ist stolz auf dich. Ich weiß. Ja, und dann würde ich die Kiste ganz vorsichtig wieder mit dem Fuß runterschieben und dann dieses Bett und dann er kann das mit Konsti-Proben überleben. Ja. Das ist nicht wahrscheinlich. Irgendwie neben dir kommt dann so nach 5 Minuten oder so, du schiebst gerade oder du präparierst gerade die Kiste, neben dir kommt irgendwie ein Typ mit einer Frau, die werfen sich irgendwie 2 Betten neben dir aufs Bett und fangen erstmal an zu vögeln, haben sich irgendwie ausgezogen, ignorieren dich aber komplett, also das ist dir völlig egal, was du da tust. Ich würde dann auf den gleichen Weg wieder durchs Fenster wieder verschwinden. Ja, genau. Steht das wieder draus. Ich glaube, der Spinnenlauf ist dann noch abgelaufen, aber kannst einfach runterspringen. Den Ausdauerschaden, den ignorieren wir jetzt einfach mal, springst aus dem Fenster und verschwindest wieder in der Menge. Genau. Dann gehe ich wieder zurück zum Chef. Arschloch.